Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Elfenar. Ich würde gerade sagen Elfenar. Elfenar. Ich werde das Spiel starten, das habe ich ja gestern schon mal gespielt. Und schauen, ob die Sachen von gestern heute alle fertig gemacht worden sind. Aber eigentlich schon. War ja nur eine Stunde. Erstmal einen Schluck Wasser. Trockenen Hals. Oh, was ist da? Keine Ahnung. Na gut. Wir haben... Boah, uns fehlt immer noch Nahrung. Das gibt's doch nicht. Wir haben dreimal Nahrung produziert. Wir haben 87. Dann ist eine Nahrung also 29 ungefähr. Also muss ich noch einmal Nahrung produzieren. Der hier ist fertig. Und ich muss zweimal Getränke produzieren. Das ist ja nicht schlimm. Das dauert ja nur 5 Minuten. Ach, das meinte ich, soll nur produzieren, also anfangen. Auch gut. Eine Kaserne. Kaserne müssen wir erst noch erfinden. Forschung. Ach, die haben auch schon erfunden. Genau, das war ja auch eine Aufgabe gestern gewesen. Militär. Eine Kaserne platzieren. Ah, die ist so groß, da passt sie rein. Ja. Und da. Ja, dann waren wir hier, oder? Nee, komm da. Subi. Haben wir das also auch geklärt. View anschauen. Okay. Was ist denn das für ein Event? Nee, danke. Kein Interesse. Wie lang? Ich wollte gerade schauen, wie lang die Kaserne braucht. Okay, dann trainieren wir die erste. Produzieren. Eine Stunde und 11 Minuten. Ja. Also wir sind schon wieder so weit, dass wir nichts machen können. Was ist das? Da
haben wir jetzt ja schon wieder über eine Stunde warten müssen. Also sprich einmal hier eine Stunde warten pro insgesamt 3 Stunden 35 Minuten. Das Brot dauert auch noch 56 Minuten. Etwas haben wir ja schon fertig. Was machen wir dann zu lange? Der passt genau da rein. Entschuldigung. Geht ja gar nicht. Da muss ja ein Weg sein. Ah, und der Weg muss immer zum Ding ist verbunden sein. Dann haben wir halt noch die Forschung. Dann würde ich mal sagen, da wir ja nichts mehr machen können. Gehen wir in der Forschung rein und suchen uns mal was raus, was wir forschen können. Oh, das ist auch schön. Kriege ein weiteres Gebiet. Okay. Und das ist noch gesperrt. Ich würde mal sagen, ich gehe hier erstmal auf Holz. Blip. Und hier gehen wir. Geht ganz schön weit. Ei, ei, ei. Hat man noch viel zum Forschen. Ei.
Eisen oder Stein? Ich glaube, für Krieg wäre Eisen besser. Für Gebäude, glaube ich, Stein. Da ich mit Krieg noch nicht so weit bin, gehe ich auf Stein. Ja. Oh, das sieht auch dazu. Ich hatte gerade 87 am Anfang, jetzt habe ich 95, also habe ich 8 dazu gekriegt für 2. Also einer ist dann 4 Punkte. Dann machen wir einfach 2. Den setzen wir mal so nach oben. Noch bauen. Gebäude. Wohnort haben wir, Werkstatt haben wir, Felder haben wir. Magisches Wohngebäude. Kostet Diamanten. Ah, ich habe nicht ganz so viel. Militär haben wir. Das können wir noch bauen. Oh, genau. Da. Auch noch aus dem Wald rein. Oder nee, passt schon da. Wenn ich den drehen könnte, dann wäre er gut. Aber kann man den drehen? Nee. Kann hier Sachen produzieren. Schön. Ach, jetzt kann ich kein Dingens mehr bauen. Keine vierte Werkstatt mehr. Das könnte ich noch bauen. Oh, okay. Das ist doch auch interessant. Upsa, upsa. Passt doch dahin. Jo. Was haben wir noch? Erweiterung.
Menge. Hey, hey, hey. Pyramide. Also den haben wir gerade gebaut. Davon haben wir zwei. Das mache ich lieber nicht. Gut, das war's dann. Oh, 6. Ach, ich hab's fertig. So, jetzt Blono. Sammle eine große Menge Münzen. 1500. Hallo? Wie viel kriege ich denn hier? 15. Das ist doch ein Witz. Gesperrt. Na gut. Ich sag mal, das war's dann wieder von heute. Ich kann nichts machen. Ich kann hier noch was produzieren. Was mache ich denn? Ich brauche Nahrung. Ein Tag. Produzieren wir mal Werkzeug. Und hier. Auch. Hier produzieren wir mal ein königliches Bett. Da war schon gerade nachgeschaut. Was ist das? Die Gilde beitreten. Das dauert alles ein bisschen viel zu lange hier. Ich mache drei Sachen und dann muss ich ein paar Stunden warten. Gut. Das war's. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.